Heute stellen wir bei Innovations from Data vor: Der Einsatz von Serious Games im Gesundheitswesen. Was sind Serious Games? Serious Games, ein Spieltypus digitaler Spiele, der nicht primär zum Zweck der Unterhaltung eingesetzt wird, sondern es darum geht, quasi Lerninhalte zu vermitteln. Bei uns am Fraunhofer ISST liegt der Fokus vor allen Dingen im Bereich Gesundheit. Das heißt, wir entwickeln hier digitale Spiele für Patientinnen und Patienten, um beispielsweise die Rehabilitation zu unterstützen. Für wen sind Serious Games gut? Serious Games sind für jeden. Vor allen Dingen in unseren Forschungsprojekten arbeiten wir mit Kindern und Jugendlichen zusammen, als auch mit Personen im Erwachsenenalter und Personen im Seniorenalter. Vor allem die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen ist da an der Stelle besonders interessant, weil man eben ein direktes Feedback von der Zielgruppe erfährt, wenn man eine Anwendung zeigt. Welches Know-how bringt das Fraunhofer ISST in Serious Games ein? Unsere Leistungen decken die gesamte Spanne der Softwareentwicklung digitaler Spiele ab. Das beginnt quasi bei der wissenschaftlichen Fundierung der Idee und geht dann über das Konzept und die Implementierphase hinaus. Bei uns ist es besonders wichtig, dass wir anwendernah testen. Das heißt, wir nehmen in regelmäßigen Abständen unseren Prototypen, fahren an Kliniken, fahren zu Anwendern nach Hause und testen mit der Zielgruppe gemeinsam zusammen. Das heißt, Anwender und Anwenderinnen dürfen dann berichten, dürfen laut denken, wenn sie ausprobieren und ihre Meinung sagen.